Hey ihr Titten und herzlich willkommen zu Eine kleine Krachmusik Nummer 9, dem Remake von Folge 2. Ich wollte Episode 2 sagen. Gut, ich meine das. Ach ja, schön ist das Leben. Also wird heute gescheppert. Es geht um dieses tolle Album, 1,5 Jahre fast her ist. Ha, es hält. Die aufmerksamen Zuschauer aus Episode 2 Rückkehr. Nee, warte, was? Okay, lassen wir das. Die Leute, die die zweite Folge schon gesehen haben, wissen das. Aber für die anderen nochmal so ein paar Side-Facts zu Organic. Die Oldschool-Death-Metal-Band, was ein bisschen schwedisch übrigens angehaucht ist, kommt aus Bruneck, aus Südtirol. Oder das ist in Südtirol. Ist bereits seit 2013 aktiv und das ist ihr erstes Album. Soweit ich weiß, in kompletter Eigenproduktion hergestellt. Und aufgenommen und was weiß ich nicht alles. Und es ist ein Death-Metal-Album für die Geschichte. Ja. Rausgekommen November 2018. Also die haben schon, ist es halt, ne, selbst produziert, kein Label. Und darum, das dauert dann halt ein bisschen länger. Aber gut, Ding will Weile haben, weil das haben die echt heftig geil gemacht und das hören wir uns jetzt nämlich gleich mal an. Spoilerwarnung, das zweite Album ist auch gerade in Mache. Also die produzieren jetzt, ich glaube mit dem Songwriting sind sie gerade fertig. Oder war das Allgemeinwriting? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ein Part haben sie schon abgeschlossen und jetzt geht's bald richtig los. Gucken wir uns das Cover mal an. Das Cover ist typisch Oldschool Death Metal. Auch man sieht hier schon die an Frakturschrift angelehnte, das in Frakturschrift angelehnte Logo mit Death Metal Einflüssen finde ich extrem typisch, genauso wie dass es halt alles schwarz-weiß ist, finde ich sehr sehr geil und es kommt sehr gut rüber dadurch, dass es nicht überladen ist, um was es geht. Es geht um Leid und Krieg. Also glaube ich, also bin ich der Meinung jetzt. Auch so, wenn man sich mal so ein paar Songtexte oder ein paar Titel anguckt, dann fällt einem doch ziemlich schnell auf. Und naja, das ist ein Soldat, also. Ich glaube nicht, dass jemand im Zivildienst ist ja Zivildienst, ich Vollidiot. Der Sound steht absolut für Death Metal mit schwedischen Einflüssen, das merkt man schon sehr, sehr doll. Es ist auf dem ganzen Album alles von groovig bis Blastbeats und Geschredder ist alles dabei. Und das hört sich dann so an. Irgendwas haben wir vergessen. Die Blastbeats. Wir haben die Blastbeats vergessen. Bitteschön. Ach ja, achtet mal auf den Gitarrensound. Wie geil der verzerrt ist und wie geil das Riffing zu den Blastbeats zusammenpasst und so ineinander greift. Hört sich übelst geil an. Achtet mal drauf. Und ich hab's letztes Mal schon gesagt und ich sag's dieses Mal auch wieder, die Band hat Humor. Also zumindest wenn man jetzt auf die Songtitel
mal guckt, also jetzt der vom letzten Song und der von diesem Song, der nämlich so geht. Bitteschön. Gott. Kann mir das live so geil vorstellen, Alter. Die pumpen dir das Blut durch die Ohrmuschel durch, wenn es sein muss, damit du das auch bloß merkst. Es wird ein riesen Gemosche sein, Alter. Ich verspreche euch das, Alter. Ich hoffe so sehr, dass die auf dem Partisan im Zelt spielen oder sowas. Das wäre mal richtig Peak Performance. Und ich glaube, die Band würde sich auch echt doll freuen. Ich hoffe gerade nicht, dass die da schon gespielt haben. Doch, für sie hoffe ich das natürlich, aber dann habe ich sie verpasst. Ich habe die Platte schon einige Male aufgelegt und ich werde es auch definitiv wieder tun. Es macht Spaß, die zu hören. Ich wollte euch jetzt nochmal was zeigen. Hier haben wir einmal die Autogramme. Haben sie einmal die Rückseite der Schallplatte signiert. Fand ich sehr, sehr cool. Und damit habe ich gar nicht gerechnet, als ich das ausgepackt habe. Ist keine schwarze Platte. Sieht übel geil aus. Ist eine Clear Red Schallplatte. Sieht übel geil aus. Fetzt die Mandarine aus dem Gesicht, wollte ich sagen. Keine Ahnung warum. Sieht immer übel geil aus, wenn man die auf einen Schallplattenspieler drehen lässt. Und dann hat man auch noch geile Musik dabei. Alles richtig gemacht. Wenn ihr diese Schallplatte auch auf euren Schallplattenspieler legen wollt, guckt. Scheiße. Das war das Kugellager. Aber gut, hate jetzt, ja. Um und bei. Ja, wie gesagt, guckt unten in die Videobeschreibung. Dort ist alles von Organic drin. Markiert, eingestellt. Also, der Shop ist da drin, Facebook, Instagram. Folgt denen, damit sie auch weiterhin geilen Death Metal produzieren können. Ich bin begeistert. Mir fehlen ein bisschen die Worte, muss ich sagen. Ich bin tief berührt. Meine Fresse, noch eins. Das Ding bleibt jetzt unten. Könnt ihr nachher gewinnen und eine CD, glaube ich. Aber das erzähle ich euch alles später nachher. Bei einigen, wenn ihr nicht gewinnt, könnt ihr natürlich trotzdem im Shop nachgucken. Aber dann müsst ihr ein bisschen schnell sein, weil bei einigen T-Shirts sind nur noch wenige verfügbar. Nicht bei allen T-Shirts, manche gibt es da. Den Longsleeve zum Beispiel, der übelst geil aussieht, den muss ich mir auch noch holen. Der ist noch eigentlich, glaube ich, in allen Größen verfügbar. Ja. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet, von der Band. Mir gefällt sie übelst gut, das ist genau die Musik, die ich rauf und runter höre. Ich zeig's nochmal. Und jetzt... Ich glaube, jetzt gehe ich zu Bett. Kein Bock mehr.